Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4, Inselleben. Genau. Was wir machen könnten, wäre uns vielleicht mal bewerben oder wir gucken mal. Kann man nicht irgendwie. Na gut, wir können ja einfach mal so gucken, ob wir für irgendwas gut qualifiziert sind. Oder auch nicht. Was geht eigentlich hier so? Was fehlt denn dir noch? Die Kommunikation. Sprechen. Dann sprech doch ein bisschen mit dem großen Teddy. Ach so, ja. Und der H, der hat jetzt mal eine andere Frisur und ein Piercing. Und ich dachte mal, das sieht halt mal ein bisschen anders aus. Ich finde es nicht schlecht. Der Rest hat sich jetzt nicht so arg verändert, außer dass vielleicht die Emily eine andere Frisur hat, aber bei der Enya und der Davina, da habe ich mir gedacht, die brauchen das nicht. Ich weiß auch nicht, zur Enya passt ja auch eher ihre Frisur, die sie schon von Anfang an hatte. Weil sie ja auch Meerjungfrau ist und da passt halt diese Frisur halt am besten. Und die Davina, die, ja, die braucht das auch nicht. Theoretisch hätte Emily das auch nicht gebraucht, aber bei ihr ist es ja immer so, dass sie auch mal was Neues ausprobieren möchte. Und ja, warum nicht? Dann geh doch aufs Klo. Tun. Einfach nur tun. Ne? Und da musste ich niesen. Toll. Müssen wir eigentlich irgendwas sauber machen? Nö, eigentlich nicht, ne? So, dir fehlt der Spaß und ein bisschen Hunger. Kein Problem. Enya soll über was? Enya sollte über ihre weitere Ausbildung nachdenken. Informiere dich mittels der Buttons in diesem Fenster oder am Computer über ihre Optionen. Okay. Sollen wir jetzt etwa alle studieren oder was? Was mit den Kindern? Also natürlich könnten wir unter Umständen mal gucken, wer für was qualifiziert ist. Ob da irgendwas speziell so ansteht, ne? Dum, dum, dum. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall nicht aufs Unigelände ziehen, weil da haben wir ja Sims. Die sind da ja schon fleißig am Studieren und wohnen. Da brauchen wir ja nicht noch eine Familie da zu haben, die dort wohnt. Und wie schon gesagt, mir gefällt es hier so gut in dem Haus und auch in dieser Nachbarschaft, dass ich hier eigentlich auch gar nicht mit denen weg möchte. Gut, hier wird es halt nie wirklich so einen richtigen Winter geben, aber das ist ja auch nicht so wichtig, ne? Oh. Mein Gott. Warum bin ich müde? Es gibt doch gar keinen Grund, müde zu sein.
So. Könntest vielleicht ein paar Runden schwimmen gehen. Vielleicht frischt das ja deinen Spaß auch auf. Ah, da oben ist jemand wach geworden. Was habe ich jetzt gesagt? Nee, sitzen sollst du eigentlich nicht. So, wohin gehst du? Ah, Klo. Okay, gut so. Tim, 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 Tim. Große Köstlichkeit, das möchte ich gerne mal nochmal ausprobieren. Dafür sind wir ja Hexe. Eigentlich müssten wir auch unsere Kochfähigkeit verbessern, aber ja. Was ist mit dir tanzen, okay? Und es hätte nichts Vegetarisches sein können. Und vor allen Dingen zum Frühstück, ne? Aber manchen soll das wohl schmecken, ne? So. Wird der Mülleimer jetzt irgendwann mal grün? Danke. So, wir haben noch viel vor. Ja, wir haben total viel vor. Zum einen wollte ich jetzt gucken, dass die Kinder ihre Fähigkeiten zusammenkriegen. Und ja, ich weiß nicht, also H muss ja seine Angelfähigkeit eigentlich noch aufbessern. Wir müssen mal wieder eine Aufgabe abschließen für unseren Job. Warten tun wir auf die Uni-Zusage, aber das dauert ja ein bisschen. Also ich weiß ja nicht. Also es könnte schon ein paar Tage dauern. Und ja. Dann isst du halt auch ein bisschen Brathähnchen. Ich hoffe, du nicht. Ja, du machst, Gott sei Dank. Orbadrenae. Keine So, Madame. Anstalten. Ah, so warm. Well, okay. Shoo, baby. Afrif. Chalky. Oh. Glarn. Pakyoin Limla? Kibaya! Also ich bin mal echt gespannt, wann das Romantikfestival stattfindet. Watanabe. Oh, Pifatelic gelangweilt. Ach nee, jetzt Blaine. fängt er schon wieder an mit tanzwütig. Du bist doch gar nicht tanz. Ach, egal. Du hast keinen Spaß. Können wir aber auch vielleicht mal ändern. So mit ein paar. Ja, Baby machen, ne? Genau. Vielleicht erstmal nur einen Techtelmechtel. Das würde ja schon die Sache ein bisschen. Wohin gehst du? Jetzt. Nein, Techtelmechtel. Warte. Ach so, ja, stimmt ja. Wir können ja eigentlich auch theoretisch in der Dusche einen Techtelmechtel haben, aber. Ja. So, du gehst jetzt erstmal aufs Töpfchen, wenn du soweit bist.
Müsst ihr eigentlich heute arbeiten? In 2 Tagen bist du dran. Und du musst heute auch arbeiten. Logikfähigkeit. Kein Problem. Aber erstmal könntest du das hier verkaufen. Und dann könntest du ein bisschen Aktion überdenken. So, und unsere Davina, die müsste vielleicht mal aufs Klo. So, ihr könnt jetzt mal alle essen kommen, bevor das Essen noch schlecht wird. Eigentlich wollte Hate ja fit werden, ne? Hat ja nicht jetzt ganz so funktioniert. So, stehst du jetzt mal auf? Die anderen haben sich schon was zu essen gegönnt. Und du wirst noch nicht mal am Klo. Ach, ja, ja. Immer dasselbe mit euch. Witz über Rankenfußkrebs erzählen. Über Speisearoma reden, Tag verschönern. Tiefgründige Unterhaltung. So, vielleicht könntest du ja dann ein bisschen experimentieren. Vielleicht steigen wir da auch noch ein bisschen auf oder lernen was Neues. In der Magiewelt waren wir auch noch nicht. Da könnten wir eigentlich auch noch mal hin. So, Fähigkeiten. Bewegung sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Töpfchen gehen. Können wir heute alles machen. Und bei dir ist die Bewegung noch so lala und kommunizieren auch jetzt gerade nicht so der beste Dingens. Aber kein Problem. Alles in Arbeit. Ich hoffe, das ist jetzt noch nicht verdorben. 3 Stunden, das solltest du eigentlich packen. Unsere liebe Enya ist schon wieder auf dem Weg zur Arbeit. Ach du Kacke, sieht das ja aus. Und dann kannst du hinterher auch nochmal aufs Klo gehen. Nee, was essen. So, bist du aufgestiegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir gehen natürlich zur Arbeit. Keine Frage. Oh Gott, wie süß. Dann könntest du doch ein bisschen brabbeln. Oh. Was möchtest du spielen? Ah, okay. Ja, gegessen hast du ja schon. So, wer fehlt denn jetzt hier noch? Du hast auch deinen Spaß. Und der Hunger ist auch schon aufgefüllt. Bei dir müssen wir tatsächlich auch nochmal gucken, dass wir hier brechen lernen. Och Gottchen. Davina hat ein neues Zaubertrankrezept entdeckt und eine Probe abgefüllt. Ein Zaubertrank für immer jung. Okay, cool. Dann müssen wir mal gucken. Im Zauberbuch. Im
Für immer jung. Ein Zaubertrank, der es einem Sim ermöglicht, nicht mehr zu altern. Ja gut, dann schalte ich die Alterung aus. Na gut, aber wenn man jetzt die Alterung anlässt und... Ja. Das ist natürlich auch ganz praktisch, ne? Also viel... Was fehlt da noch alles? Also 3 fehlen hier. Hier fehlen 3. Hier fehlt nur noch einer. Und dann noch 2. Und dann hätten wir das Buch erstmal gefüllt. Und ja. Du lernst noch fleißig weiter. Das ist sehr schön. So, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen dingsen. Ach, hast du mir das dahingestellt? Ist ja nett von dir. Erstmal durchgehen. Wie geht's euch denn so? Du brauchst Spaß. Und du brauchst auch Spaß. Ihr könnt euch doch hier hinsetzen. Und du brabbelst noch ein bisschen mit deinem Bär rum. Wow, okay. Der Spiegel lügt 300. Kleine Flosse, große Flosse, der Film. 393 Simoleons. Ich weiß gar nicht, ob wir noch schon einen zweiten Teil geschrieben haben. Auf jeden Fall könnt ihr euch doch mal unterhalten, ihr Lieben. Lustige Gesichter schneiden, liebevoll umarmen. Von mir aus machst du auch einen Hühnerwitz. Und, und. Schlechter Rat. Oh nein, Enya hat gerade Besuch von einem ehemaligen Fan bekommen, der behauptet, die Befolgung des Ratschlags von Enya hätte ihm nichts gebracht. Jetzt soll Enya bezahlen. Sie kann entweder versuchen, geduldig mit dem Mann zu reden oder einfach den Sicherheitsdienst rufen und ihn rauswerfen lassen. Ich denke mal, dass unsere Enya nicht behauptet hat, dass dieser Rat, den sie da gegeben hat, auch immer funktioniert. Ich meine, ich kann auch nicht immer davon ausgehen, dass Ratschläge auch funktionieren. Also, ich weiß ja nicht, was das war. Aber ich muss sagen, entweder nehmen wir uns jetzt noch mal Zeit und erklären ihm das alles und bla und dies und versuchen ihn zu besänftigen oder wir rufen halt direkt den Sicherheitsdienst. Wir wissen ja nicht, was der dann mit bezahlen meint, ne? Ich versuche mal geduldig mit ihm zu reden. Als Enya geduldig mit dem ehemaligen Fan spricht, erkennt dieser, dass alles eigentlich gar nicht so schlimm ist. Er ist sogar dankbar für weitere Ratschläge. Ja, immerhin. Emily ist zur Arbeit. Okay. Ach je. Über Prinzessin reden. Über Lieblingsfarbe. Unfug reden. Noch ein Hühnerwitz. So. Dem Hedge geht's eigentlich ganz gut. Vielleicht könnte er mal angeln gehen oder so. Ja, auf dem Rücken treiben lassen. Genau. Ich könnte ja auch mit dir mal spielen. Das wäre natürlich auch mal gar nicht mal so. Trösten. Spielen. Und du hast jetzt aufgehört zu lernen? Okay, gut.
Von mir aus. Oh. Ist schon wieder gelangweilt. Also manchmal verstehe ich das einfach nicht. Dann tanz halt ein bisschen. So, und dann bringen wir dir doch mal das Sprechen bei. Oh, die Post wurde heute zugestellt. Ey. Dann gucken wir doch einfach mal, was da drin ist, ob da was für uns ist. Wenn da die Davina auf die Idee kommt, hier mal was zu machen. Und vielleicht bringen wir dem kleinen Mann auch mal das Sprechen bei. Vielleicht, vielleicht können wir da ein bisschen nachhelfen. Dann muss ich mal gucken. Karton, was ist denn Uni-Zulassungsbescheid? Den schicken wir dir doch mal direkt ins Inventar. Dann können wir uns den auf jeden Fall gleich mal angucken. So, baden müssten wir den Kleinen auch mal. Können wir ja auch noch machen. Den Kleinen. Das ist die Conchetta, Mann. Oh, Mann. Also manchmal... Da habe ich echt... Oh, das sieht ja wirklich... Wirklich ganz, ganz erfolgreich aus, was ihr da macht. Er hat auch wirklich Bock da drauf. Ich will nicht. Oh. Level 4 der Kommunikationsfähigkeit. Ist das nicht schön? Wie sieht's denn bei dir aus? Bewegung ist in Arbeit anscheinend. Und aufs Töpfchen müsstest du auch mal lernen, ne? Wieder. Upsala. Ja, gut. Zulassungsbescheid, ja. Okay. Dann müsste ich halt einfach mal so gucken. Sehr speziell, weil zu lang... Da müssen wir halt tatsächlich mal gucken. Ich wollte die Kleine aber baden. Nase voll von Wörtern. Ja, das ist doch auch völlig in Ordnung. Ich wollte dich ja auch nicht länger stören. Ja, Hage. Wird's jetzt oder nicht? Oh Mann, Kind. Dein Ernst? Da steht das Klo. Oh, ich glaub, dir geht's so gut.
Jetzt muss ich dir deine Windeln wechseln. Obwohl du aufs Klo gehen kannst, mein Fräulein. Och Mann, Hage, was ist denn dein Problem jetzt gerade? Mal. Und du könntest eigentlich weiter an deinen Experimenten hier machen. Weitermachen. Ne? Aber für die Folge mache ich auf jeden Fall einen Cut. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.